Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Ja. So, und du? Ist der Kerl noch heiß? Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja. Oh, der ist auch schon einen am Siebeln hier. Ich habe so einen Hunger. Was hast du für eine Kindererziehung? Wir machen ja einen Podcast. Und du futterst mit... Du hast ja schon wieder anders, Ding. Frag mich doch vorher. Und du sprichst mit vollem Mund. Tut man auch nicht, ja. Nee. Man verrät andere Menschen. Ja. Wo sind deine Tugenden hin? Meine Tugenden? Mhm. Welche Guck mal, das war wieder eine Überleitung, ne? Das fand ich toll, ne? Zu unserem heutigen Thema. Also erstmal guten Morgen, ja, ihr Lieben. Moin, ihr Süßen. Na, alles cremig, alles, ne? Jo, draußen, wir gucken raus, Schnee liegt im Norden, Wahnsinn. So schön, heute soll die Sonne scheinen. Aber nur so ein bisschen. Und wir denken wieder an unsere ganzen Freunde im Süden. Ja, da soll sich das aber ein bisschen entspannen, habe ich gelesen. Hoffentlich. Ich werde auf alle Fälle meine Laufschuhe noch schnüren und werde dann in die Natur gehen, weil das ist das Geilste. Jetzt, obwohl wirklich saukalt, aber ich habe ja meine wunderbare Sportunterwäsche, ne? Falls ihr. Leute, das genau ist so wissen, super sexy. Das ist Erotik pur. Mhm. Kommt mir so ein bisschen vor wie dieser Michelin-Mensch, weißt du? Ja, genau. Ja. Setz dich ja ein bisschen drall, Alter, ne? Ja, muss ja. Ne? Muss ja, damit ja so das Luftpolster und überhaupt. Du hast ja aber schon andere Polster dabei, Mann. Aber die müssen ja auch noch geschützt werden. Und die müssen und auch mit, ne? Und das ist das Problem. Und das stört mich echt so im Winter. Ich gehe gerne im Winter auch raus zum Laufen. Aber bis ich in diese Klamotten reinkomme, das ist ja schon mal ein Unterfangen, bis ich aus den Klamotten nachher wieder rauskomme. Und Leute, ich helfe ihm dabei auch nicht, denn Erotik ist anders. Diese nassen Lappen, was ist das für ein Thema heute Morgen? Ja, weiß ich auch nicht. Du hast mit den Sportklamotten, und ich und bin ich so mit meiner Apfeltasche beschäftigt. Die Jungs da mit jetzt hier Biathlon Skispringen, die müssen ja ständig in diese Klamotten rein und raus. Hast du mir das erzählt? Ein Anzug für einen Skispringer, einmal und dein Hobby? Jo, so habe ich jedenfalls das gelesen. Ja, weil die müssen ja hauteng ansitzen. Und wenn du den einmal angehabt hast, dann sitzt er nicht mehr so hauteng und dann gibt es Probleme. Mhm. Bla. Wir wollten heute aber, das haben wir auch, das ist Premiere. Mhm. Wir wollten jetzt mal auf eure Kommentare zum letzten Mal eingehen. Also wie letztes Mal? Wir wollen auf eure Kommentare eingehen. Mal. Vom letzten Mal. Vom letzten Lies Mal. Lies es mir von den Lippen ab. Vom letzten Mal. Du, dann nimm mal diese Haare da weg. Da. Nein, die bleiben dran, der Bart bleibt dran. Wir haben uns ja das letzte Mal so schön über den Verlust der Werte unterhalten. Jo. Werteverlust. Und natürlich haben wir natürlich nicht alle Werte abgedeckt, das ist klar. Mhm. Wir haben natürlich nur das, worüber wir gesprochen haben, hatten wir gerade so im Blickfeld. Das ist natürlich auch endlos, das Thema. Jo. Was natürlich klar ist und was wir auch nicht gemacht haben, das war aber auch dann, da wäre die Zeit auch etwas zu lang gewesen, ist natürlich dieser gesellschaftliche Rahmen, den das hat, das Ganze. Und natürlich auch noch so andere Werte, die wir gar nicht beachtet haben, zum Beispiel die berühmten preußischen Tugenden, da waren wir ja gar nicht dabei. Also Pünktlichkeit. Ja, genau. Lerne leiden, ohne zu klagen, der alte Fritz. Ne? Hunde wollt ihr ewig leben, dieses brachiale. So. Treue, Tapferkeit, ohne Wehleidigkeit, Unterordnung, Mut, Gehorsam, Selbstdisziplin, ne? Aufrichtigkeit, Bescheidenheit, Ehrlichkeit, Fleiß, Ordnungssinn, Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit. Und also das ist ja noch immer bis heute, es gibt ja dann auch die deutschen Tugenden, für die wir angeblich im Ausland und nicht nur angeblich immer noch bekannt sind. Fleiß, Höflichkeit. Ich weiß, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ich habe doch eine Zeit lang in Amerika auch studiert. Bei einem Menschen, den kennt vielleicht einige von euch, der lebt leider nicht mehr. Paul Watzlawick, ne? Anleitung zum Unglücklichsein, der war einer meiner Lehrer damals in Amerika. Und Paul, so, ne, man nennt sich ja mal mit Vornamen Paul. Also Paul ist ja Österreicher eigentlich gewesen, aber in dem Sinne war er einfach European. Na klar. Und die Amerikaner damals in dem Mental Research Institute, wo der stattfand, die fanden den so weird, weil er ja immer so pünktlich ist.
Und das war auch klar. Also wenn Paul sagt, um 9 Uhr findet das statt, da seine Fortbildung oder was auch immer, dann ist das auch 9 Natürlich. Uhr. Und der Kerl arbeitet auch noch an amerikanischen Feiertagen, weil er sagt, meine europäischen Freunde, für die ist das Sturz. Also, und das fanden die total weird. Sein Büro war aufgeräumt. Mhm. Der war wirklich also ein super intelligenter, super netter Mensch auch. Mhm. Aber das war für die war das European oder Deutsch, für die war der auch Deutscher. Mhm. So deutsche Tugenden, das passte zu dem. Ich habe ja festgestellt, als ich in Hollywood gearbeitet habe, dass ich Deutscher bin, als ich gedacht habe. weil wir haben sehr früh angefangen auf dem Set. Ich war dort als Costume Production Designer für Filmprojekte unterwegs. Also Kostümbildner und Produktionsdesigner. Ja, das hat sie gemacht, meine Kleine. Ja, hat sie gemacht. Du musst gar nicht so leise werden, das hast du getan. Ja, habe ich getan. Gut, ja, das hört sich mal so protzig an. Ja, das hört sich furchtbar an. Sie war aber da. Aber es ist eine Tatsache. So, und dann haben wir uns morgens auf dem Set getroffen. Um 6 Uhr sollte Beginn sein. Ich war um 6 da. Ich war ja Gast. Ich habe ja in Hollywood zu der Zeit gewohnt da. Und ich bin mit dem öffentlichen Bus dahin gefahren und noch ein Stück zu Fuß gegangen. Und warst oder mit dem Taxi gekommen. Ich war pünktlich. Ja. Alle anderen kamen mit dem eigenen Auto und die trottelten dann so mal so bis 7 so mal ein und dann wurde mal gearbeitet. Dafür aber abends konnten die einfach kein Ende finden. Ja. Da wurde, selbst als wir Schluss gemacht hatten und sehr spät Schluss gemacht hatten, wurde dann noch mal rumgeklingelt. Und dann waren die ein bisschen sauer, als ich gesagt habe, ich gehe nicht mehr ran, ihr Lieben. Ja. Wenn hier Schluss ist, dann ist für mich Schluss. Wenn es etwas zu besprechen gibt, dann bitte, dann machen wir es tagsüber. Warum? Ihr habt so viel Zeit am Tag, ihr dödelt so eng herum. Also so, dass wir, was wir so machen, so diese strukturierte, und dann überlegen wir uns, ne, um 9 machen wir das und um 12 machen wir das. Das war nicht so, sondern man kasperte so ein bisschen. Und ja, kaspern, das ist nicht... Wie soll ich sagen? Ja, doch, aber es ist so. Genauso habe ich das auch empfunden. So ein bisschen unorganisiert, das Ganze vielleicht. Und das macht einem als deutsch erzogener Mensch so. Macht es einen irgendwie fuschig. Und ich habe immer gedacht, so wäre ich gar nicht. Aber da habe ich gemerkt, Fleiß und Sauberkeit und all solche Sachen, das sind schon... Und jetzt bin ich nochmal bei dem Versuch, eben zu erzählen, was die deutschen Tugenden sind. Ja, sag doch nochmal. Ja, Fleiß, Höflichkeit, Gerechtigkeit, Ordnung, Pünktlichkeit und Toleranz als Tugenden der Deutschen. Also auch Toleranz gilt als eine der Tugenden, die wir so haben. Und das ist immer, ist eine interessante Geschichte, diese ganze, auch das Werden, woher, kann man alles bei irgendwo Wikipedia oder so nachlesen. Ja. Darum geht es mir gar nicht. Aber es sind so viele Sachen bei, die heute so als so altmodisch gelten. Na, und das finde ich so schade. Man hat sich mal in den 68ern gegen dieses Rigide so, dass man sich so für den Staat aufopfert. Ja. So dieses soldatische, woher das ja kommt, auflehnt. Das war ja auch alles in Ordnung. Aber zum Beispiel, dass heute Höflichkeit sowas Dämliches ist oder dass man darüber lacht, wenn man jemandem die Tür aufhält. Ich muss nicht festhalten an diesem alten Prinzip, nun hält man der Dame die Tür auf. Überhaupt nicht, aber man hält demjenigen die Tür auf, der Taschen in der Hand hat. Oder solche Sachen, dass jemand, der älter ist, automatisch, dass man dem Respekt zollen muss, nur aufgrund dessen, dass er ein paar Jahre älter ist. Nein, auch Respekt muss ich. Aber das gilt jedem gegenüber. Ich kann auch einem Kind gegenüber Respekt, indem ich es nicht einfach verjach oder blöde anblöge. Das gehört sich ganz und gar nicht. Und dieser Satz, das gehört sich nicht, ist eben auch schon altmodisch, aber ich mag den manchmal. An bestimmten Stellen mag ich den. Wieso? Nein, ich muss keinen Jugendlichen und auch keinen Älteren anblöken. Ich blöke überhaupt niemanden an. Ich bin höflich, ich frage. Aber das ist so psychologisch, dass jeder von uns hat ja so einen inneren Kompass, einen moralischen Kompass meinetwegen. Es gibt auch richtig so eine Theorie der über die Entwicklung der Moral auch bei Kindern. Und natürlich kannst du erst moralisch werden oder das übernehmen in dir drin ab einem bestimmten Alter. Also wo du dann wirklich sagst, so das ist verkehrt, das ist richtig, das macht man nicht. Ne? Da komme ich in den Kopf mit dem Gesetz und dann nicht. Schon eine kognitive Leistung. Aber leben dir das die Eltern nicht vor? So sollte es eigentlich sein. Das ist ja nicht jetzt irgendwie in den Genen drin, sondern das ist eine Sozialisationssache, das ist eine Erziehungssache. Und da kommen wir jetzt, weil wir ja über Kommentare reden wollen, unsere Lieblingsnati, die doch immer wieder diese reizenden Bilder für uns zeichnet und kreiert. Ne? Moin, Nati. Moin, Nati. Nati hört uns meistens beim Laufen.
Das ist vernünftig. So, ne? Also ja. Lauf schön, ne? Stolper jetzt nicht, wenn wir dich direkt ansprechen. Ich bin wieder so begeistert. Ja, sie macht das so süß. Sie macht das so niedlich. Ja, danke, so. Nati. Ja. Toll. Und Nati hat einen ganz langen Kommentar. Also all diese Kommentare könnt ihr übrigens nachlesen. Mhm. Und entweder auf Facebook oder auf YouTube oder zum Teil auch auf Instagram. Also wir sind ja da ganz vielfältig. So, und Nati, ganz viel und ganz toll geschrieben. Aber eine Sache, die würde ich gerne zitieren, das passt nämlich dazu. Die sagt, es geht ja auch Leistung, was du aussagst, die preußischen Tugenden, so du musst Leistung zeigen und du machst so und dies und jenes. Dieses Effektive und so. Mhm. Und da schreibt Nati, das fand ich sehr interessant, sie sagt oder schreibt, ich finde, es wird an der Zeit, den Begriff Leistung neu zu definieren. Mhm. Nicht mehr nach physikalisch-theoretischer Manier, die Leistung als Größe der Arbeit, die in einer bestimmten Zeit vollbracht wird, sondern eher danach, welchen langfristigen Nutzen diese Arbeit hat. Wird selbstverständlich nicht passieren, ich weiß, weil sich dann das Kräfteverhältnis der arbeitenden Bevölkerung beziehungsweise die Bewertung vielerlei Berufe einfach mal komplett auf den Kopf stellen würde und endlich mal sichtbar würde, wie viel Bullshit-Jobs es gibt, Klammer auf, Verwaltungsjobs sind das allerbeste Beispiel, man stellt Verwalter ein, um ein Problem zu verwalten, die es ohne den Verwaltungsapparat gar nicht gäbe, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, aber ein bisschen träumen darf man, hoffentlich. So schreibt sie. Und dann schreibt sie zum Schluss, auf jeden Fall ein absolutes tolles Thema mal wieder. Und ihr habt übrigens 10.000 Sympathiepunkte extra gesammelt wegen der Star Trek-Referenz, wo wir auch von den Ferengi auch gesprochen haben. Ja, genau. Aber das also ist wirklich interessant. Aber also, nochmal ganz kurz, welche Werte meint sie? Sie meint die Werte, dass es jetzt nicht nur um höher, schneller, um mehr Geld und sowas geht, sondern, na, ich hoffe, ich habe dich da richtig verstanden, was ist denn nachhaltig? Also jemand, der für wenig Geld im Krankenhaus arbeitet, für wenig Geld im Kindergarten arbeitet oder Schüler erzieht und macht und tut, der hat ja für die Nachhaltigkeit einen sehr, sehr viel höheren Wert als jemand, der irgendwie für die irgendwelche Bank noch mehr Geld reinscheffelt, damit die Leute noch schneller wieder rausgeschmissen werden können. Naja, das ist eine Sache, wie man das sieht jetzt. Da sind wir jetzt ja in diesem politischen Feld. Ja, und ich sehe es so wie persönlich. Halte auch mehr von Natis, bin auch mehr Natis Ansicht. Aber ich weiß, dass viele dagegen argumentieren würden, ja, aber langfristig gesehen brauchen wir die Wirtschaft und so weiter, um konkurrenzfähig zu bleiben, blablabla, und Arbeitsplätze, ja. Das kommt dann auch immer. Aber letztendlich geht es um unser Leben. So wie wir leben. Und das muss eigentlich doch heißen, dass jeder gesund und am besten versorgt durch sein Leben gehen kann. Und das heißt nicht, dass jeder am besten versorgt ist mit Luxusgütern, sondern am besten versorgt ist mit Kinderbetreuung, mit Ausbildung und mit Krankenhaus, Krankenpflege, Altenpflege. Ja. Das sind doch eigentlich die Dinge, die die Menschen brauchen. Das andere ist etwas, das braucht man fürs Ego oder weil man sich das leisten kann oder sowas. Aber es ist ja nicht wirklich lebensnotwendig. Also der neueste Porsche oder so, es mag vielleicht für den einen oder anderen ein schönes Spielzeug sein, ist aber absolut nicht lebensnotwendig. Vielleicht noch gerade für diejenigen, die jetzt einen Porsche herstellen, ist das ein Arbeitsplatz. Mhm. Aber jetzt im Großen und Ganzen ist es ja wichtiger, dass dieserjenige versorgt wird, wenn er mal krank ist. Es geht. Oder wenn er als Freiberufler irgendwann nämlich krank ist und seine Beiträge oder keine Einkünfte hat. Er hatte keine Arbeitslosenversicherung, gar nicht. Dann wird er nämlich so schnell zum Sozialfall. So schnell kann er gar nicht gucken. Ja. Und dann ist sein Porsche weg. Dann sind seine Ersparnisse sehr schnell weg. Und dann ist er plötzlich auf den Sozialstaat angewiesen. Und ich habe in meiner Umgebung genügend Fotografen oder so scheitern sehen. Oder Freiberufler, die dann plötzlich ganz überrascht waren. Ja. Dass plötzlich all das, was sie doch da so angehäuft haben, so schnell weg waren, weil man natürlich sich auch eine teure Miete nicht dauernd leisten kann und so. Und da ist das dann toll, wenn man dann einen Sozialstaat hat, der dann einem wirklich noch eine Hilfe zur Seite stellt. Also nochmal, diese Werte höher, schneller, weiter oder du bist besonders viel wert, wenn du besonders viel auf dem Konto hast oder noch ein großes Auto oder vielleicht ein großes Haus noch.
das ist eigentlich Schall und Rauch und in unserer Gesellschaft aber leider sehr hoch angesiedelt. Also hast du was, bist du was. Mhm. Leute, die so wie wir auch im sozialen Bereich arbeiten oder die Leute, die wir kennen, auch in dieser ganzen Versorgung von Kranken und von alten Menschen oder auch von Kindern und Jugendlichen, das ist auf den ersten Blick ja nicht sehr produktiv, ist auch nicht sehr sexy und ist auch nicht sehr, damit kannst du auch nicht so großartig angeben und kannst sagen, guck mal hier, ich hab's geschafft. Aber da ist ein Wert unterwegs, ja. Also den ich moralisch, und da haben wir diesen moralischen Kompass wieder, wenn jemand am Krankenbett sitzt und hält eine Hand, ist das für mich natürlich ein extrem hoher Wertepunkt. Mhm. Das mag in einer effektiven Geschäftswelt nichts sein, aber in meiner Welt ist es ein ganz hoher Punkt. Stimmt dir vollkommen zu. Und du weißt, ich gebe ja für ein Hamburger Krankenhaus, da können Leute aus dem Pflegepersonal oder auch Ärzte zu mir kommen, wenn sie mit bestimmten Situationen nicht zurechtkommen. Mhm. Oder wenn sie das Gefühl haben, sie müssen sich mal neutral mal aussprechen und mal Rat holen. Und ich werde nie vergessen, da kam eine ältere Krankenschwester, die genau an dieser Leistung, die auch heutzutage gefordert wird im Krankenhaus, vollkommen zugrunde geht, also Richtung Burnout. Mhm. Und die sagt, ich bin Krankenschwester geworden, um genau das, was du gesagt hast, auch mal bei einem Sterbenden mal wirklich mal 10 Minuten zu sitzen und die Hand zu halten. Richtig. Oder wenn jemand doll Schmerzen hat. Ich bin nicht Krankenschwester geworden, um wirklich vom einen Zimmer zum anderen zu hetzen und gerade das Notwendigste irgendwie so hinzukriegen. Mhm. Daran ist sie verzweifelt. Mhm. Und das kann ich auch gut verstehen. Mhm. Mhm. Also von das gilt für den Pflegedienst da genauso. Für all diese Leute. Ja. Oder auch für den Kindergärtner oder auch für die Grundschullehrerin, die sagt, Mann, ich verzweifle hier volle Klassen. Viele, wo ich erstmal die Basics überhaupt beibringen muss. Ne? Viele, viele Kids mit Migrationshintergrund, wo ich erstmal wirklich Deutsch und Co. erstmal beibringen muss. Oder andere Kinder, hab mir das auch anders vorgestellt. Die nie gebastelt haben oder irgendwie sowas. Die dann gerne noch einen Sozialpädagogen beantragen würden. Mhm. Und wo dann einfach das Geld fehlt. Und da sage ich mir doch, und das ist der Punkt, wo ist denn das? Also wenn wir Geld erwirtschaften und wenn Geld so eine große Rolle spielt, dafür ist dann kein Geld da. Ja. Das wichtigste Gut, was wir haben in einer Gesellschaft, sind die Kinder, ist der Nachwuchs, damit eine Gesellschaft bestehen bleibt. Mhm. Also müssten wir uns doch eigentlich unglaublich darum kümmern, dass unsere Kinder, die nächste Generation, wirklich extremst gut behütet, umsorgt und ausgebildet wird. Aber das wird am stiefmütterlichsten behandelt, wenn man das überhaupt so sagen darf, am schlechtesten behandelt, wie überhaupt. Wir haben wenige schlecht bezahlte Menschen, die sich abrackern müssen und das ist doch doof. Weißt du noch, worüber wir uns, wenn wir das vorgestern aufgeregt haben, es gab doch diese wunderbare Aktion von Schülern und das europaweit, die am Freitag auf die Straße gegangen sind und gegen Umweltverschmutzung wirklich reizend und sinnig und mit tollen Kommentaren protestiert haben. Mhm. Und da nölte doch irgend so ein Oberverwaltungs, ne, was nennt man, so ein Verwaltungsfriedi darum. Naja, die müssen ja dann auch mit den Konsequenzen, und das gibt ja die Schulpflicht, und man muss ja darauf achten, dass die Kinder auch zur Schule gehen, bla bla bla. Auch noch, dafür kann er nichts, aber der sah auch noch so aus wie so eine Büroklammer und nöte denn da so, wohingegen die Kinder kreativ und mit vollem Recht und voller Inbrunst auf die Straße gegangen sind. Mhm. Nebenbei wie ich früher auch. Mhm. So, ich AKW, auch. Ne? Rockdorf und solche Sachen, ja. Das heißt, die haben sich ja, wenn er mal richtig drüber nachdenkt, das war ja eine Lehrstunde eigentlich, ich hätte da nur ans Fenster treten müssen, rausgucken und mal gucken, da hätte er was lernen können. Ja. Nämlich wie das ist, wenn sich das die Bevölkerung, wir leben in einer Demokratie, da scheinen diese Büroklammern immer zu vergessen, solche Politiker, in der der Mensch eine Stimme hat. Das ist anders als in totalitären Systemen. Wir dürfen sagen, wir sollen sagen, was uns bewegt. Mhm. Und da sind diese Kids unterwegs. Die haben sich nämlich mit Naturschutz beschäftigt. Mhm. Die wissen auf einmal Bescheid. Mhm. Vielleicht haben wir ja tatsächlich Glück und wir haben wieder eine Generation, die ein bisschen cleverer im Kopf und wieder ein bisschen politischer ist, als die wir dazwischen hatten, die hauptsächlich daran interessiert war, irgendwie die neueste Spielekonsole zu kriegen. So ist es, sag ich jetzt bösartig. Ja. Nee, aber es gab tatsächlich eine. Ja. Aber das wäre doch eine tolle Sache. Ja, genau. Und schon klinken sich andere mit ein, ist ausgegangen aus Schweden von einem jungen Mädel. Von einer 16-Jährigen, die Freitag eben vor dem Parlament in Stockholm steht mit einem Plakat und das hat Schule gemacht. Richtig, und da stand sie alleine. Im wahrsten Sinne Schule sie gemacht. Sie alleine da und dann ist sie eingeladen worden, eine Rede zu halten, die sie sehr gut gehalten hat, wobei ich fast das Gefühl hatte, da hat noch jemand mitgeschrieben, aber egal. Ist egal. Jedenfalls hat sie den Mut gehabt, das zu tun.
dort und hat dann, und so ist das dann gekommen, dass dann noch wer und dann nahmen andere Kinder und da stehen jetzt mehr Kinder. Und das ist gelebte Demokratie und das ist doch tausendmal mehr wert als irgend so ein schnarchiger Politikunterricht. Der hat auch seine Rechtfertigung, aber das ist jetzt dieses Gefühl, so, ich kann was tun. Und das erinnert mich sehr an meine Schulzeit. Du weißt ja, ne, ich war auch Schulsprecher und und wir haben auch gestreikt und sind auch auf die Straße gegangen und das war gut. Aber ich glaube, in dieser Richtung, die sind ja klassenweise darin hingezogen. Da sind auch Lehrer, die sie unterstützen. Weil ich hoffe mal. Und ich hoffe, dass diese Lehrer jetzt keine Sanktionen von irgendeiner Schnarchnase da bekommen. Also, naja, das ist so, das war so typisch wieder. Das war so, wie es heute ist. Irgendwie am Lehrstoff festhalten und so weiter. Eigentlich sollen wir doch fürs Leben lernen. Frage ich mich, ob ich jetzt, wenn ich den Dreisatz nochmal lerne, ja, schöne Idee, aber dieses ist ja gelebte Demokratie, ist auch keine schlechte Geschichte. Also immer alles so. Aber ich habe zu dem Thema, willst du vorlesen oder soll ich vorlesen? Du hast das schon gelesen. Ich habe das schon gelesen. Da kannst du den Quintessenz nicht das Ganze. Ich war nämlich fleißig. Ich habe gesagt, ich lese es vor, aber ich hatte keine Zeit, es vorher nochmal durchzulesen. Nee, nur den Hauptsatz. Nur den Hauptsatz. Ja, nicht alles. Okay, das ist nein. Einfach also zu lang, Kommentar von C. von einem jungen Menschen, der ist Jahrgang 85 und der sagt also, was eure Gedanken zur Jugend betrifft, möchte ich euch aber gern eine andere Perspektive anbieten. Wir finden uns sonst sympathisch, finden das alles toll. Natürlich hat sich verändert, was heutzutage wichtig zu lernen ist, um in der Welt klarzukommen. Vieles, was auch ich Jahrgang 85 noch aus Büchern lerne und mir merken musste, steht heute bei Wikipedia und die haben wir in der Tasche daraus dabei. Lernen muss man also heute, wie man mit dem Internet und den neuen Medien durch Schule, Ausbildung, Arbeit, Familien etc. gut durchkommt. Und das ist nicht wenig. Von der effizienten Nutzung und schnellen Aneignung der Technologie über Gestaltung und so weiter und so fort, Sinn von Unsinn zu unterscheiden, damit die Abgabe gut benotet wird und so weiter und so fort. Da ist vieles, sagt er, vieles davon ist, glaube ich, für Leute, die nicht so aufgewachsen sind, unsichtbar. Also er sagt, dass diese neuen Herausforderungen jetzt auch eine Art von Leistung ist und die wichtig sind auch für junge Leute. Ich finde, dass man Ja, ich finde, erzähl. Nein, er schreibt, er sagt, es gibt eben zum Beispiel so eine Community bei Reddit, ne? Das ist so ist praktisch auch eine Plattform. Um live zu erleben, da sollten wir mal längst kommen, sagt er, bei Reddit, um live zu erleben, wie junge Leute aus fast allen Ländern der Welt miteinander streiten, Ideen entwickeln, Kulturen pflegen, Politik verstehen, sich gegenseitig unterstützen. Ich finde, dass man dort gut verstehen kann, dass eine 15-Jährige heute nicht zwangsläufig Bücher braucht, um neue Welten zu entschließen. Danke für euren Podcast und viele liebe Grüße. Also das kann sein, dass das so ist. Und ich bewundere sowieso diese Generation, die damit so richtig zu Gänze kommt. Aber ich habe ja natürlich den Vorteil, ich habe sowohl das eine wie das andere kennengelernt. Und ich kann in beiden Welten, wenn man sie denn trennt, hin und her hopsen. Und für mich gibt es einfach absolut keine Alternative zu Büchern. Die wird es auch in meiner Welt nicht geben. Es ist einfach so, ein Buch ist etwas, das ist sowohl haptisch, also vom Anfassen, wie auch von der Fantasie, etwas ganz Eigenes. Die Länge eines Buches ist etwas, die fordert schon ein gewisses Durchhaltevermögen. Und die Menschen, die ich kenne, die sagen, sie wollen nicht lesen, haben komischerweise auch absolut kein Durchhaltevermögen. Sie sind gepolt auf diese kurzen Geschichten. Ne? Kurze Sätze, kurze Antworten, kurzes Wikipedia. Das ist so in Kürze. Alles ist in Kürze. Und das führt manchmal dazu, dass man das Wissen in diesem Apparat parkt. Oder im Internet parkt. Auf irgendeiner Cloud, in irgendeinem Raum, irgendwo Chatroom, da wird dieses Wissen oder so geparkt. Und man setzt es nicht mehr zusammen, man erfährt es nicht mehr, sondern man hier nicht mehr da und so weiter. Ich kenne solche Diskussionen und ich finde dann manchmal, finde ich solche Sachen sehr erfrischend, aber manchmal denke ich auch, ein bisschen mehr Wissen wäre auch ganz schön. Bevor man das jetzt so rausblökt, vielleicht einmal kurz informieren. Und dazu gehört eben ein bisschen mehr, als nur einmal bei Wikipedia zu gucken. Das ist sowieso, das ist von Menschen zusammengefasst, das ist nicht alles. Da kann man sich mal informieren, finde ich auch gut, so um einen Überblick zu haben. Aber dann geht es eigentlich mehr in die Tiefe. Und dann muss man auch mal abwägen, ist das alles wahr. Man kann, und da hat derjenige absolut recht, und da gebe ich ihm absolut recht, bei der Sache, dass man
lernen muss, in diesem Dschungel zurechtzukommen. Ja. Aber das kann man nicht, wenn man keine anderen... Wie soll man das können? Also wie willst du lernen, im Internet zurechtzukommen, wenn du keine Vergleichsmöglichkeiten hast? Mhm. Wenn du keine Zeitung liest, keine Bücher liest, gar nichts. Wo willst du die Wahrheit erkennen? Mhm. Also welches Tool hast du in der Hand, mhm. um das zu erkennen? Mhm. Du hast ja nur die eine Kommunikationsplattform, mhm. nämlich das Internet. Mhm. So, wie willst du daraus wissen, ob das recht ist mhm. oder nicht? Mhm. Stimmt. Mhm. Ich bin ja so im ein bisschen engagiert. Es gibt ja so eine Stiftung Lesen. Mhm. Ja, genau. Und die haben mich mal angesprochen, ob ich da ein bisschen mitmachen möchte. Und das mache ich auch gern. Und die sind dort so weit, dass sie sagen, ihnen ist letztendlich egal, über welchen Wege Menschen mhm. lesen. Ob das jetzt ein E-Book ist oder mhm. sonst wie was ist oder ein reales Buch. Hauptsache, es wird gelesen. Okay, und so bin ich mittlerweile auch. Es gibt ein paar Ausnahmen. Psychologisch mhm. wissen wir einfach, dass das, was du liest im Buch, mhm. in etwas, wo du vielleicht auch dir Markierungen machen mhm. kannst. Ja, das meine ich eigentlich. Es wird mehr verankert. Also mhm. das Gedächtnis mhm. nimmt das dankvollerweise besser auf, weil mhm. es eben vielfältige Reize dann auch aussendet. Mhm. So. Und du weißt auch, an welcher Stelle du, was weiß ich, einen Kaffeeklecks auf dem Blatt gemacht hast. Das hat schon eine andere Bedeutung. Und ich denke, so ein Lieblingsbuch, was du vielleicht auch dein Leben lang behältst, bis zu einfach, das hat eine andere Bedeutung als ein Lieblings-E-Book. Ja, vielleicht stimmt das. Vielleicht muss ich das so sehen. Das stimmt. Also ich lese ja auch viel über E-Book, einfach weil ich so viel lese, dass es Quatsch wäre, mir die Bücher alle in der Woche brauche ich. Ich bin so dankbar der E-Book-Erfindung. Mann, was noch, wenn wir früher in Urlaub gefahren sind, die Hälfte unseres Gepäcks bestand aus Büchern, weil da oben im Norden, wo wir waren, da war nichts mit deutschen Büchern. Und dann kam E-Book und hurra. Ja. Oder wenn ich jetzt für einen Artikel recherchiere oder so, den nehme ich natürlich das Internet. Ja. Aber wenn ich jetzt wirklich etwas lese und ich möchte etwas lernen, also über bestimmte Dinge, finde ich als ein Buch oder bei mir ist es so, dass es erstmal das Buch ist, in dem ich rumschmieren kann und in dem ich mir Notizen mache und mir langsam die Sachen erarbeite, das ist für mich notwendig. Mhm. Und da weiß ich einfach, diese vielen Sachen, die ich so in Büchern so zusammengeklaubt habe, die unterstützt mit den Internetsachen und so, das gibt so ein, da habe ich das Gefühl, ich bin so in manchen Gebieten ganz gut bewandert. Jo. Da kann ich mich, da bringt man nicht so schnell aus dem Konzept, weil ich da weiß ich dann viel drüber. Also eigentlich genieße ich das schon, dass wir eigentlich beide Welten kennen. Wir sind aufgewachsen in einer Welt, wirklich ohne Internet, man kann sich das kaum vorstellen, ohne Handy und Co. Mhm. Und durften dann, und ich sehe das echt als Geschenk, durften dann Step by Step diese Entwicklung bis heute nach mitmachen. Mm, das stimmt. Und wir sind eigentlich in beiden Welten auch relativ gut zu Hause. Also Internet macht uns keine Angst und eine Homepage können wir jetzt auch selbst programmieren, wenn wir das wollen. Und selbst einen Podcast können wir ins Netz einstellen. Ja, natürlich. Jo. Was also mich daran immer fasziniert hat, ist der demokratische Gedanke. Jeder kann sich dort äußern. Ja. Und es gefällt mir gar nicht, wenn in Ländern wie China oder so vieles einfach weggeschaltet wird. Also natürlich hat das auf der anderen Seite natürlich auch Negativseiten. Und das ist das, da hat er recht, da müssen die jungen Leute sich wirklich durchkaspern. Die müssen lernen, irgendwie damit klarzukommen und müssen irgendwie auch dieses Misstrauen oder, wie soll ich sagen, diese Leichtgläubigkeit ja auch ablegen. Ja. Nicht alles, was sie sehen, ist richtig. Na. Nicht jedes Foto stimmt und nicht jede Nachricht ist richtig. Also im Grunde kann man jemanden, wenn der nur damit wächst, mit diesen News, mit diesen ganzen Bildern, eigentlich von vorn bis hinten verarschen. Es muss nichts von stimmen. Ich meine, du bist ja noch ausgebildete Journalistin. Und wie war das in der Ausbildung? Ist doch, du musst, wenn du einen Artikel schreibst, mindestens zwei Quellen haben. Eigentlich solltest du fairerweise noch mehr haben. Ja, und auch gegensätzliche Quellen haben. Immer. Und du musst das natürlich richtig recherchieren. Du brauchst ja auch Beweise für irgendetwas. Und du schickst es auch gerne nochmal zum Gegenlesen. Aber selbstverständlich. So, und du musst natürlich, wenn du wirklich etwas richtig recherchierst, also das ist meine Auffassung, immer, und du kommst in irgendeinen Bereich, wo es um Dinge geht, die gegen das Gesetz sind, musst du natürlich auch die Polizei sofort informieren und so. Ja. Da schützen andere Journalisten natürlich Quellen und das muss man auch. Soweit will ich da gar nicht gehen, aber...
Natürlich muss man Quellen schützen und sowas, aber man muss doch in dem gewissen Rahmen irgendwie immer mit dem Gesetz arbeiten. Das ist meine Vorstellung davon. Und Journalismus in einigen Blättern sieht so aus, was ich vor einer Zeit lang erlebt habe. Über Facebook hat mich einer darauf aufmerksam gemacht, hallo, da gibt es ein Interview mit dir in irgendeiner Gazette, irgendeiner Zeitung, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß. Leute, ihr glaubt es nicht, die haben Fotos und Sachen, die ich auf Facebook gepostet habe, zu einem Artikel zusammengesetzt, unter dem Motto, was macht eigentlich Michael Thiel, der Fernsehpsychologe? Genau. Ohne mich angerufen zu haben, ohne, die haben nicht ein Wort mit mir gewechselt. Na, aber das ist heute normal, Tilly. Ja. Die ganze Gazetten bestehen nur daraus. Zu gucken, was dann diese mehr oder weniger Promis dann auf Instagram posten. Und ja, und das wird dann genommen Meldung und gemacht. Die aus den Sätzen, die Promis dazu gemacht sagen, wird dann ja gern sowas gesagt, sowieso, sag dazu. Ja. Das hört sich natürlich, wenn du es liest, an, als ob da wirklich ein Interview geführt wurde. Die haben sie aber nie beobachtet. Und natürlich kann manches dann auch fehlinterpretiert werden. Mhm. Wird gerne fehlinterpretiert. Mhm. Irgendeine Feier, wo in einer Momentaufnahme jemand den Kopf irgendwo rumdreht und Bumsfallerrahmen, die ein Verhältnis. Ja, und irgendwo wird dann noch was erwähnt und gemacht und getan. Mhm. Das ist diese Welt und das ist das, wo er genau richtig sagt, da muss man lernen, durchzukommen. Ja. Und sich das irgendwie auch irgendwie das zu erarbeiten, Richtiges von Unrichtigem zu unterscheiden, das halte ich schwer, wenn man keine anderen Quellen benutzt. Ja, ja. Wenn man darauf verzichtet, jetzt Zeitung zu lesen, vielleicht noch Fernsehen zu gucken, vielleicht ein Buch zu lesen. Also je mehr Quellen ich habe, umso mehr kann ich ja ausschließen, dass irgendwas oder direkt zu telefonieren oder direkt Leute anzufragen und Augenzeugen auch eben per Internet zu fragen, das mag alles sein. Aber je mehr Quellen ich habe, umso weniger kann man einen auch wirklich übers... Auf der anderen Seite weißt du auch, dass heute einer vom anderen abschreibt. Ne? Also ist auch... Ja, wo immer wir auch sind. Kommen wir zu den Werten zurück hier, ihr Lieben. Ja, ich guck mal eben. Wollen wir noch irgendwas... Wir haben nur so zu viel. Ja, wir haben sehr viele gehabt. Hatten wir eigentlich also, von Silke noch. Vielleicht noch ein Kommentar von Silke. Guten Morgen, Michael. Ich sehe den Werteverfall schwinden, da unsere Generation und die nach uns zum Teil versäumt, es der nächsten Generation zu vermitteln. Mhm. Alles, was bei der übernächsten Generation noch ankommt, ist keine Grenzen, kein Respekt und keine Rücksicht. Klar, man darf nicht alle über einen Kamm scheren. Sicherlich gibt es auch Eltern und Großeltern, die das dem Nachwuchs noch vermitteln wollen. Aber da wir leider in einer Welt leben, in der das Leben so arbeitsintensiv ist, wo Eltern kaum noch wirklich Zeit für ihre Kids haben können, wird das nichts. Man merkt es auch überall. Im Straßenverkehr, beim Einkaufen und. Jo. Ist eben die Frage, wenn sich die nachkommende Generation, also jetzt die Schüler, mit sowas wie Umweltschutz beschäftigen. Das heißt, sie beschäftigen sich damit, mit der Welt, in der sie leben. Ob es nicht eventuell sogar weitergeht, dass sie nicht nur um den Umweltschutz kämpfen, sondern automatisch irgendwie auch mitnehmen, dass wenn man die Umwelt achtet, dass man auch das Leben achtet und damit auch die Gemeinschaft achtet und damit sich auch selbst und die anderen. Ob es nicht da dann doch für sowas kommt, dass man so ein Gefühl für Alte bekommt und dann hat man nicht das Gefühl, dass alles ist for free und dass man eine gewisse Sorgfalt hat, also was weiß ich, wenn ich ein Paket packe, das ich einfach zusammenschmeiße und einfach so und pff und, sondern dass ich vielleicht meine Tüten sorgfältig packe und vielleicht sogar mit einer Tüte zum Einkaufen gehe und nicht einfach alles Plastik verjodle. Mhm. Also so eine gewisse Sorgfalt und damit auch eine gewisse Demut, was ja auch in meinen Augen ein gewisser Wert ist. Also für mich gibt es so bestimmte Werte wie eben Sorgfalt und Demut und das etwas, so, wie soll ich sagen, eine gewisse Gerechtigkeit, Höflichkeit, das ist für mich etwas, ne? Und das wäre natürlich toll und vielleicht schaffen, klappt das ja auch, ne? Das wäre doch eine gute Sache. Das wäre richtig gut. Ja. Und dazu würde dann auch etwas gehören, was nochmal zu dem Artikel von dem vorherigen jungen Menschen da war, was natürlich bei der Beschäftigung mit dem Internet und mit dem Leben mit dem Internet wegfällt, ist Sinnestraining. Ja. Also ganz angefangen bei der Empathie. Du kannst, wenn du als einzige Quelle oder wenn du nur per Internet unterwegs bist und auch deine Kommunikation nur übers Internet ist, lernst du keine Empathie. Mhm. Du kannst nicht erkennen, was im Gesicht deines anderen los ist. Da reichen auch keine Emoticons. Nein, überhaupt nicht. Nee.
du kannst dann nichts damit anfangen, wenn jemand mit dir spricht. Du empfindest alles als Provokation, ist es aber gar nicht. Sondern es ist vielleicht mal Zynismus, mal ist es ein Witz. Die Unterschiedlichkeit geht dir ja dabei flöten. Du erfährst auch nicht so viel Wärme. Also das, was, wenn du natürlich alles doof findest und irgendwie nur von anderen hörst, wie schlimm alles ist oder dass du nur gemobbt wirst und so, dann hat natürlich die Welt plötzlich so ein negativer Platz. Mhm. Dann siehst du gar nicht mehr, dass vielleicht irgendwelche Menschen in deiner Union ganz anders sind und schon längst parat oder da wären, um dich in den Arm zu nehmen oder dich gern zu haben. Mhm. Das siehst du ja nicht mehr so, weil du darauf nicht gedrillt, das nicht trainiert hast, also nicht gedrillt. Empathie, dieses Einfühlungsvermögen ist Trainingssache, tatsächlich. Es ist nicht unbedingt naturmäßig angelegt. Und je weniger du Trainingsfächer hast, indem du mit realen Menschen, indem du deren Mimik und Gestik aussiehst, wenn jemand traurig ist, wenn jemand wütend ist, indem du seine Stimme hörst, wie hört sich das denn an, wenn jemand richtig wütend ist oder wenn jemand ganz traurig ist, wie ist das denn? Das sind und zwar alles wirklich traurig oder nur manipulativ traurig. Und diese Feinheiten kommen dann auch. Und du musst Nähe fühlen, du musst den Arm oder du musst auch spüren, wenn einer dich wegschubst, wenn einer sauer ist auf dich, wie fühlt sich das an? Das, liebe Leute, nein, das kannst du im Internet nicht trainieren, sondern das muss face to face, das muss im realen Leben passieren. So. Und deswegen, es wird die Mischung wieder machen. Es wird, ja, das Internet ist, wir beide genießen das sehr. All diese technischen Neuerungen finde ich ganz klasse, möchte ich nicht eine Minute missen. Na, überhaupt nicht. Aber wir haben eben den Vorteil gehabt, eben wir sind reingewachsen und wir kennen die Mischung und wir haben noch genügend reale Leute, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und wir haben auch bestimmt auch noch dieses Gefühl, man darf ja immer nicht vergessen, es wird heute als Lebensweg dargestellt, aber man darf nicht vergessen, wie wenig Menschen haben eigentlich weltweit Zugang zu im Internet. Das stimmt. Das ist für mich eigentlich das, was bei mir immer im Hinterkopf schwebt. Vielleicht hätte ich das zu Anfang sagen müssen. Genauso wenig, also ein Viertel der Menschheit hat überhaupt nur Zugang, wirklich direkten Zugang zu Wasser. Genauso, ich glaube, zum Zugang zum Internet haben noch weniger. Das ist nicht die Welt. Diese Welt besteht nicht aus dem Internet und Computern. Das ist in der Ganzheit der Menschheit ist das nicht so. Das ist ein Kommunikationsweg. Wie ein Telefon, wie ein Brief. Und das sollte wie eine Zeitung, wie viele verschiedene Brieftaube, Rauchzeichen. Je nach Alter und je nach, oder nach, sag mal schnell, nach Menschheit, wie sagt man? Entwicklung. Ja. Haben wir irgendwas benutzt zum Kommunizieren. Ja. Ja. Und jetzt im Moment sind es Handys und sowas. Und das ist toll. Und vielleicht schaffen wir es irgendwann zum Bip-Bip-Kommunikator. Oh, ich bin dabei. Ah, jetzt bist du schon wieder, ne? Ja, Nati, sie ist schon wieder im Raumschiff. Wieder im Raumschiff. Ja, ich habe immer Science-Fiction. Science-Fiction Computer. Hey, Computer. Ja. Computer, sagt er ja nur. Und dann wird PK beantwortet. Das sind doch tolle Ideen, die man da hat. Aber es ist nicht alles und nicht jeder hat Zugang dazu. Und deshalb... So, und da kommt jetzt der letzte Kommentar von Sonja dazu. Weil Sonja schreibt, ich höre ganz oft, wie schlecht die Menschen geworden sind, aber wenn ich unterwegs bin, sehe ich eher das Gegenteil. Ich bin aber generell ein eher positiver Mensch. Viele scheinen aber nur das Negative zu sehen. Und das geht mir nämlich genauso. Wir waren so viel unterwegs, wir sind so viel gereist. In Asien, in Amerika, ich weiß gar nicht wo. Wir haben stundenlang, nächtelang, tagelang mit Menschen und einfach unterhalten, Gastfreundschaft. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele tolle Erlebnisse gehabt mit Menschen, die wir kennengelernt haben oder kennenlernen durften. Die waren klasse, das war super und das hat uns auch geformt. Und ich gebe das nicht auf. Ich sage nicht einfach, dass unser Mittel heute oder dass man sagt, das braucht man nicht. Nein, das braucht man. Und wir genießen das bis heute und das können wir zum Abschluss sagen. Mit euch zu kommunizieren, immer wieder eine Freude. Deswegen heute so ein paar, das sind wirklich nur ein paar kleine Kommentare von den vielen, die wir bekommen haben. Ja, richtig toll. Und auch nochmal zu dem jungen Mann, ganz herzlichen Dank, herzlichen Dank für diese Anregung. Ich finde das ja toll, wenn jemand eine andersartige Meinung oder auf etwas hinweist, wie da. Da kann man sich dran winden und dran reiben und ich muss drüber nachdenken und finde das gut. Und dann denke ich wieder drüber nach und denke, Mensch, die Kids, Mensch, die sind am dran, die müssen sich da recht zurechtfummeln. Hat er recht? Und so, das finde ich gut. Ja. Ich möchte nicht nur alles
geordnet haben und alles so, ist prima. Genau. Ich bin zwar sehr für die preußischen Tugenden, Ordnung finde ich gut, Sorgfalt und auch Fleiß finde ich nicht ganz so bekloppt. Mhm. Aber bitte in Maßen und so, auf die heutige Zeit angewendet. Und das mit der Ordnung in Maßen, das, ihr Lieben, das nehme ich mal so mit, weil ich muss heute staubsaugen. Du musst staubsaugen und aufräumen. Und all solche Sachen. Und all solche Sachen. Mhm. Und Big Mama is watching you. Ja. Oh. Ja. Aber das ist vielleicht ein neues Thema. Der mit dem Staubsauger auf du der, und du. Der mit dem Staubsauger tanzt. Der mit dem Staubsauger tanzt, genau. So, ihr Süßen, wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Habt einen schönen Sonntag, genießt das tolle Wetter. Also wir gucken gerade raus und ich glaube, da hinten geäumelt sowas, das sieht nach Sonne aus. Auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass es wieder so ein klarer Tag wie gestern wird. War nämlich richtig klar und eiskalt hier gestern. Ja. Mal sehen, ob die das heute auch hinkriegen. Soll ja Sonne geben und eiskalter Wintertag. So soll's wir sein. Sind dabei und wir glittern und flitschlittern mit. Und wir freuen uns auf viele Kommentare, macht viele es. Likes und so weiter. Und wir freuen uns. Und bis nächsten Sonntag. Bis nächsten Sonntag. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.